Stevo hier, der Moderator des Abends. Nur noch wenige Stunden. Wie ist die Lage bei dir? Sehr entspannt, würde ich sagen. Ich freue mich sehr auf den Abend. Es wird eine Mega-Show. Matt Redman, Judy Bailey bei uns hier in Wetzlar. Und ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich habe gerade noch ein bisschen Radio vorproduziert, weil wenn man da auf der Bühne steht, kann man schlecht hier im Radio live sein. Das heißt, die ein oder anderen Zuhörer, Zuschauer muss man dann immer an der Nase rumführen und so tun, als wenn man da. Und das geht in einem Live-Konzert etwas schwieriger als im Radio. Und deswegen haben wir hier gerade noch eine Sendung vorproduziert. Ja, ansonsten hier könnt ihr sehen, alles soweit ganz gut vorbereitet. Moderationskarten geschrieben, sind noch nur ein paar. Ne? Ist keine große Aktion, würde ich sagen. Steht alles drauf. Ganz wichtig für mich ist noch eine SMS, die ich bekommen habe von unserer Frau, die Maske macht. Da bin ich ja sowieso nicht gewohnt. Ich schminke mich ja morgens relativ selten. Und wenn man dann doch im Fernsehen irgendwie steht, dann muss man ja, kriegt man mal den ganzen Kram dann ins Gesicht geschmiert. Ne? Ist halt so. Und da habe ich heute noch eine ganz tolle SMS bekommen. Die hat mich heute Morgen geweckt. Das war sehr schön, so zum Aufstehen um 10, mitten in der Nacht, gefühlt für mich, von unserer Frau hier. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Hallo Stefan, du hast heute um 16:30 Uhr Maskentermin in der Arena. Bitte pünktlich sein. Ne? Und da habe ich das auch nochmal hier mit der Katrin verglichen, ne? Dass die auch eine SMS kriegt, die mit mir ja zusammen moderiert. Die hat auch einen gekriegt. Nur bei ihr steht halt nicht, bitte pünktlich sein. Ich weiß nicht, warum die das bei mir extra noch dazu schreiben. Kannst du das erklären, Ecki? Nee. Nee, ne? Ich auch nicht. Also muss ich nochmal Bist eigentlich die Pünktlichkeit in Person? Ja, richtig. Ne? Ich bin im Prinzip eigentlich immer oberpünktlich da. Worauf freust du dich denn heute Abend am meisten? Oh, jetzt im Vorprogramm oder den Abend grundsätzlich? Grundsätzlich den Abend. Oh, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich freue mich sehr auf. Ich freue mich tatsächlich auf das Vorprogramm sehr, weil wir eine sehr bunte Mischung haben an Programmelementen. Das wird, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ich hoffe so ein bisschen, das ist ein bisschen meine Angst, dass das Vorprogramm am Ende einfach nur doch irgendwie geiler wird als die Konzerte. Und das wäre natürlich schade. Also von daher müssen wir einfach ein bisschen auf die Bremse treten, wenn wir da eine Dreiviertelstunde was machen, dass die Leute nicht irgendwie hinterher sagen, ja, war Konzert war gut, aber das Vorprogramm war ja der Burner. Wir haben auch schon überlegt, ob wir dann vielleicht nächstes Jahr einfach eine neue Show machen. Nur Präsentiert, Vorprogramm. genau, CrossGen.de und ERF Pop präsentieren Vorprogramm. So, ich sehe schon das große Plakat, wo das dann so draufsteht, als Voract Matt Redman, als Vorband. Nee, Quatsch. Also ich glaube schon, dass das wird sehr, sehr cool. Das Konzert wird, glaube ich, echt der Burner. Also Judy Bailey kenne ich jetzt ja live schon, ist ja auch recht bekannt. Und Matt Redman, glaube ich, das wird auch eine sehr emotionale, gefühlvolle Sache, mit sehr viel tiefgehenden Texten und Gedanken von ihm selbst. Freue ich mich sehr drauf. Also ich glaube, es wird ein echt cooler Abend. Ich hoffe einfach, dass die Leute alle kommen, nicht irgendwo im Schnee stecken bleiben. Und dann rocken wir das heute schon ordentlich ab.